Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Orcs Must Die Unchained. Und diesmal spiele ich, wie ihr seht, Midnight. Das ist die junge Elfe, die hier eingezeigt wird. Nicht der Soldat, der gerade auf die Fresse kriegt. Ich bin das Messer der Dämmerung. Meine Fähigkeiten sind: Midnight verfolgt ihre Beute bis zum perfekten Moment, um zuzuschlagen. Mit ihren Klingen zerschreddert sie ihre Feinde und verschmilzt dann mit den Schatten, um lautlos davonzugleiten. Wenn Midnight einen Gegner erledigt, erhöht sich ihre Bewegungsgeschwindigkeit kurzzeitig, platziert eine Schlingfalle, die darauf tretende gegnerische Helden betäubt. Sobald sie errichtet ist, wird die Falle unsichtbar. Es können bis zu 3 Schlingfallen auf einmal aufgestellt werden. Außerdem, außerhalb des Kampfes wird Midnight unsichtbar und bewegt sich langsamer. Sobald sie attackiert wird oder angreift, wird sie wieder sichtbar und verursacht zusätzlichen Schaden. Das ist das Pirschen. Und dann habe ich hier eben ein Dolch und hier habe ich noch einen akrobatischen Nahkampfangriff, der Schaden in Höhe von 20% der maximalen Lebenspunkte des Ziels verursacht, was ziemlich krass ist eigentlich. So. Müssen wir unser Rift aufmachen. Genau, wir haben diesmal Leute dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier anzeigen kann. Ja, genau. Tortellini, Volatina und Talida helfen uns diesmal. Und Talida ist Defense, also das heißt, sie baut die Fallen auf, wird also mit den Wächtern kämpfen. Wolla ist im Angriff und wird also die Vasallen begleiten. Und Wolla, du müsstest jetzt direkt zu dem Rift gehen, wo die Gegner spawnen. Das ist auf der Karte dieses Helm. Blaue 1. Genau. Genau, da wo Silbernitrat gerade ist, dieser blaue Turm. Während hingegen ich zusammen mit Silbernitrat, wir sind die Plünderer. Lini ist auch Verteidigung. Und wir werden über das Schlachtfeld laufen und möglichst versuchen, irgendwelche Krüge zu zerstören und auch die Sachen einzunehmen. Wie zum Beispiel diese Bereiche hier. Ja, das können wir ab Stufe 3, glaube ich, machen. Ab unseren Stufe 3. So, jetzt werde ich mal hier mitkämpfen und den Sir Lancelot zerschreddern. Jawoll! Erstes Blut! Schon wieder! Schon wieder! Bist du in der mittleren Lane? Ich bin hier und helfe gerade auf der einen Lane, weil noch. Das geht mir jetzt glaube ich gar nicht gut. Muss mir gerade weglaufen. So, muss ich mal noch dann heilen. So, dann kämpfe ich hier noch ein bisschen mit. Kampflevel 2. Noch seht ihr diese Schlösser auf der Minimap. Das wird eine wichtige Sache sein. Da müssen wir nachher hin, um dort die diese Bereiche einzunehmen, um dann einen Superboss spawnen zu können. Das ist nämlich das Wichtige an diesen Bereichen. Und hier haben wir... Ich versuche jetzt natürlich hier... Oh nein. Kann ich mich eigentlich jetzt... Ah, hier, das sind diese Fallen. Jetzt ist er schön da reingegangen. Sehr gut. Aber E habe ich irgendwie noch nicht. Da ist E. Das, jetzt bin ich unsichtbar. Das ist sehr gut. Ah, du bist auf der... Ja, ich habe jetzt gerade versucht, im gegnerischen Bereich irgendwie welche von diesen Krügen kaputt zu machen, weil die brauchen wir ja für unser Portal. Aber das hat noch nicht so richtig funktioniert. Aber noch bin ich unsichtbar, das ist natürlich ganz nice. Auf unserer Angriffslane haben wir bisher nur ein... Wir kämpfen nur die Volatina. So, ich bin jetzt hier auch doch mal wieder dabei und mach den zur Landebord wieder. Ja! Jawoll! Da ist er weg. Das sind natürlich alles Bots jetzt gerade und die sind momentan auch mit den Sachen, was so die. Das ist aber unangenehm jetzt, ne? Das ist unangenehm. Komm her. Ja. Oh, ist die schnell! What the fuck? Wieso ist die so schnell? Oh, wenn die verstärkt verletzt ist, dann ist sie sehr schnell. Dann wird die extra schnell. Ich kann irgendwie ein Portal bauen, wo man sich gerade noch rausspawnen kann. Mal gucken, ich hab was da passiert. Oh, ich bin Kampflevel 3. Das heißt... Oh ne, was ist das jetzt? Wann gehen die nochmal hoch? Wer, wann, wie, wo, was? Diese... Skills? Oh. Nee, diese Bereiche, die wir einnehmen müssen. Ab Welle 3. Ab Welle 3, achso. Nicht Welle ab Level 3, sondern ab Welle 3. Okay, ich muss hier mal weg, das ist irgendwie ungünstig. So, ich mach mal hier Bewegungsgeschwindigkeit erhöhe ich, das ist eine gute Sache. So, was haben wir jetzt für eine Welle? Welle 3. Welle 3. Volatina, du kannst dich heilen auf 2, Nummer 2 drücken, das ist so eine Wurzel, dann wirst du geheilt. Die sind offen, gehst du hin zu dem einen? Ich gehe auf dem anderen, stehe auch da schon drauf.
Hier wird das jetzt nach und nach eingenommen. Wenn wir beide eingenommen haben. Oh, und jetzt kommt hier natürlich schon direkt der erste Gegner. Und zwei Bots. Bei mir auf der Seite. Ja, bei mir nicht. Ich versuche jetzt hier mal dagegen anzustinken. Ich glaube, ich habe den eingenommen. Ja, ich habe. Meiner ist eingenommen. Oh, bei mir sind drei Helden, die mich gerade. Oh, ich bin tot. Auch. Nehmen Sie das ein. Ich glaube, wir müssen doch gemeinsam irgendwo hingehen, ne? Ja, müssen wir. Aber die nehmen jetzt gerade den anderen auch ein. Oh, das ist scheiße. Das ist scheiße. Da kommen wir da noch rechtzeitig hin. Nee, da kommen wir niemals rechtzeitig hin. Wir müssen das so schnell wie möglich wieder einnehmen, das Ding. Das ist richtig krass, dass die die KI ist da relativ... Oh, ich komme vielleicht doch noch rechtzeitig. Ich meine auch. Die könnten dann einen Boss spawnen, richtig? Ah, diese Scheiß... Ja, aber jetzt musst du schnell bei mir helfen, weil ich bin jetzt hier und ich habe richtig Probleme. Okay. Also immer drei Helden, leider. Oh, immer dieses Sport. Oh. Dieser Stun ist so widerlich von denen. Es sind halt echt hier auch fünf oder vier Helden jetzt gewesen, oder? Ja, ja, fast alle. Jetzt nochmal fliehen, leider. So, Wolla ist auch unterwegs, aber dafür sind unsere Vasallen ein bisschen besser. Aber jetzt haben sie natürlich beides eingenommen. Jetzt können sie den großen... Helden. Wir müssen jetzt im Endeffekt das Steak abholen, Silbernitrat. Das wäre unsere nächste Aufgabe. Gibt's hier überhaupt ein Steak, wenn es diese Geschichte gibt? Ja, hier ja, gibt? Ja, ja. Wir müssen das Steak auch holen. Wo bist du? Auf welcher Lane? Ich versuche gerade, die eine Tante hier, die Easybot, wegzumachen. Oh, komm her. Oh, wieso bin ich denn dann langsamer? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, jetzt ist hier ein Rift und da kann ich ihn nicht mehr. Nee? Nee. Bist du? Ja, ja. Talida kommt hier angerollt. Okay, so weit sollten wir es nicht vorwagen, scheint mir. Jetzt ist die Frage, wo ist dieser. Ja? Wo ist dieses Steak-Monster? Oh, die sind jetzt wieder beide frei. Man kann sie wieder einnehmen, oder was? Nee, die sind jetzt wieder... Ah, die haben wieder beide gelockt und wahrscheinlich haben die ihren Helden jetzt losgeschickt. Ja, das könnte sein. Würde ich jetzt versuchen. Damn it. Dann werde ich mal versuchen, denen zu helfen. Was habe ich denn hier eigentlich? Ist das hier? Ja, da kommt der Boss-Mini. Ah, die Glyphe. Haben wir die Glyphe schon platziert? Gelegt? Ich meine, nein. Ich werde mal hingehen und eine platzieren. Vier. Hab ich. Platziert. Und hier ist ein Sir Lancelot. Jetzt ist es schneller, oder? Ja. Boah, aber der ist so schnell. Ey, dieser Stun, ne? Der regt mich so auf. So, der stirbt jetzt aber, bitte. Oh, das kann nicht sein. Der geht mit drei Leben irgendwie wieder hier raus. Hier können wir auch noch eine Glyphe platzieren, habe ich das Gefühl, aber... Nee, momentan kein Geld. Verbündeter Wächter. Oh. Den müssen wir auf jeden Fall holen. So, ich sammle mal hier den ganzen Scheit ein. Komm. Ja. Irgendjemand hat Talida und Torte... Beide erledigt. Weg gemacht. Oh. Ihr könnt euch übrigens heilen auf Nummer 2, wenn ihr das... Wenn ihr das ausgewählt habt, ne? Nee, müsst ihr nicht ausgewählt. Das ist eigentlich die Stadt. Oh, Alter. Die sind echt unangenehm. Ja, wir müssen mal zurück und wieder auf die nächste Wave. Ah, wir haben aber den großen Typen besiegt von denen. Hammer. Ja. Wurde mir gerade angezeigt. Next Wave kommt in 2. Können wir die schon upgraden? Ich glaube, Leute, beim nächsten Mal brauchen Silbernitrat und ich tatsächlich etwas Hilfe, um die Dinger einzunehmen. Sehr gut, Talida. So. Ach, stun mich doch nicht ständig. So, jetzt aber das die Bot hier bitte. Jawoll! Welche Sache? Hier, den Tantra-Bot auch noch. Tantra ist doch nichts.
Kampflevel 6. 25% magische Rüstung, wäre natürlich nicht ganz verkehrt. Ach, guck mal hier. Ja, da ist er auch noch weg. Ich muss mich mal kurz heilen, wieder. Lancelot. Ich geh mal ein bisschen unsichtbar. Wieso sieht der mich? Oh, lol. So. Fancy Footwork und Terrific Skills. Ich sterb relativ oft bei dem Spiel, ja, habe ich das Gefühl. Du auch? Nee. Nee. Ich nicht. Ja. Noch sieht es relativ ausgeglichen aus. Wann wird denn jetzt das nächste Mal dann bei Welle 6 oder so? Das müsste jetzt. Ah, die werden jetzt wieder freigeschaltet. Leute, wir müssen jetzt zu diesen mit einem Schloss versehenen schwarzen Punkte. Schwarzen ich gehe auf den rechten. Ich gehe auf den linken. Wir müssen möglichst beide einnehmen, denn da sind auch schon hier so zwei. Als ein Bot. Ja, der Bot ist gleich weg. Jawoll, ein Bot ist weg. Na komm schon. Jawoll. Jawoll. So, ich nehme einen. Ich gehe wieder zurück und nehme einen. Wie nehmen wir jetzt eigentlich ein? Weiß man nicht. Einfach draufstehen. Ah, ja. Die rechte Seite ist eingenommen worden von den anderen. Ich nehme hier jetzt gerade ein, das ist gleich auch fertig. Seite auch ein. Nein, damit schließen wir deren Öft, oder was? Finalen Boss. Zack. Ich habe eingenommen. Ja, wir auch. Gleich. Bleib nochmal hier zur Sicherheit. Ja, ja, ja. Das hat geklappt. Wir müssen jetzt zurück zum Portal und unseren großen Boss einsetzen. Hier. Platzieren. Ich habe ihn platziert. Du hast ihn platziert. Gaeadin, die Erdlady, wird gespawnt. Demnächst. Und wird alles zerstören, was sich in ihrem Weg befindet. Finde ich eigentlich ganz nett, diese Spielmechanik. Gefällt mir. Wie können wir dann deren Portal wieder zumachen, was wir hier haben? Da kommt sie, Leute. Ja, die ist unterwegs. Hervorragend. Wo kommt sie? Die aus dem Portal raus, ne? Ich bin jetzt mit der Erdlady dabei. Wolla, du müsstest eigentlich jetzt auf jeden Fall mit der Erdlady mitgehen. Ich gehe jetzt auch hier mit und wir würden jetzt versuchen, strategisch die Erdlady hauptsächlich zu verteidigen und mit der mitzugehen. Sind das hier eigentlich gegnerische Fallen? Ja, ne? Ja. Ja, die Erdlady kriegt wenig Schaden davon. Und hier ist der erste Gegner. Das ist schmerzhaft für dich. Jawoll. Tot. So, jetzt kommt hier der nächste. Boah, da geht er runter. Da geht er runter. Oh, da muss ich raus. Aua. So, der Wächter ist jetzt auch Geschichte. Jetzt geht's hier richtig drin, hör mal. Der Bossgegner ist schon wieder dood. Nee, von wegen, der ist hier. Die Erdlady ist da, die macht richtig ordentlich Schaden. Was ist denn das hier für ein Geister? So, nee, wir sind jetzt, das geht jetzt richtig gut hier voran. Ich bin direkt hinter dir. Sehr gut, ich versuche von hinten anzugreifen. Meine Spezialität. So, hier, wo sind unsere Leute? Wo seid ihr alle? I'm coming. Wir sind bei der Erdlady, die ist besiegt, aber wir haben noch zwei kleine. Also wir können hier noch weiter Schaden bereiten. Der Held, der Müllbot. Aber dann sind wir nämlich hier schon an deren Rift dran. Das ist schon ziemlich gut. Ich heile mich mal. Boah, das hat Schaden gemacht. Jetzt sind die Vasallen weg. Voila, greif an! Oh! Ach, dammit, ich wollte gerade weglaufen. Die Wächter machen extrem viel Schaden. Ja. Da sieht man mal, wie Voila erledigt wurde. Silberlichtschaden ist auch weg vom Wächter. Wir sind aber richtig weit vorgedrungen. Wir haben eine Verteidigungslinie momentan noch hier. Auf der Minimap links. Aber rechts ist momentan keiner, da werde ich jetzt gleich mal hinlaufen.
Da kommen aber schon unsere nächsten Gnolle oder so ähnlich. So, ich muss nach rechts. Wir bräuchten da auch noch ein bisschen Hilfe. Hier ist nämlich ein Tundra-Bot. Komm her. Ah, der ist weggelaufen. Er hat Angst gehabt. Ich glaube, Talida ist hinter ihr her. So, Hogarth ist auf der anderen Seite, bei Portal Nummer 2. Ja, das ist ja nicht das unsere, das können wir nicht kaputt machen. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal. Der Gegner hat ein Kriegslager upgradet. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen versuchen. Oh, die Sachen sind wieder einzunehmen, Leute. Leute! Wir können wieder die schwarzen Punkte einnehmen, um den Boss zu spawnen. Das sollten wir auch machen. Der Hogarth nimmt da gerade ein. Shit. Oh, mir geht's nicht gut. Ja. Zur Lanze, Leute. Was bist du denn für einer? Komm her. Oh, wieso ist der so schnell? Wieso bin ich als eine Assassine so langsam? So, zack, zack, zack. So, jetzt sind wir wieder hier, wieder auf dem Frohmarsch. Das sieht so aus, ne? Oh! Mürbot! Weg! Du sagst gar nichts mehr, Silbenitrat. Bist du etwa so von dem Spiel im Schlag genommen? Oder bist du voll vom TS gefallen. Ich glaube, der hat wirklich vom TS gefallen. Ach, damn it. Silbernitrat, wo bist du? Aber er kämpft noch, oder? Nee, Silbernitrat hat einen Disconnect. Sieht man hier auch schön. Na gut, dann moderiere ich halt alleine, wenn Silbernitrat nicht mehr möchte. Aber es sieht so aus, als wäre unsere gesamte Bagage hier richtig schön auf dem Fromage. Voila, bearbeitet das letzte Tor und das letzte Tor ist offen. Das ist auch schon mal gut, aber ich weiß nicht, ob wir die, oh, ich werde mal in der Mitte helfen, ob wir die Bereiche eingenommen haben. Das konnte ich jetzt nicht mehr im Eifer des Gefechts sehen. Das ist generell so eine Sache, dieses Eifer des Gefechts, finde ich, ist ganz schön vereinnehmend. So, ihr Vögel, jetzt nicht mal. Komm her. Ich kriege ihn. Das die Bot ist tot. Jetzt bin ich richtig schnell. Wo wollen wir hin? Portal 3 oder was? Haben wir unser Portal auch schon geupdatet? Haben wir. Ah, ich nehme nochmal hier die Kisten mit. So, Nummer 1 und hier ist auch noch eine. So, Nummer 2. Ah, die anderen haben ihr Portal, also ihren Endgegner gespawnt. Ich sag immer Endgegner, dabei ist das gar kein Endgegner. So. Hier können wir natürlich jetzt gerade nichts machen. Das sind unsere. Dann werde ich mal hier mitlaufen und den ein bisschen Unterstützung bieten. Kampflevel. An isolierten Helden 15% Schaden. Das ist doch gut. So, der ist schnell weg. Das hat auch ordentlich Schaden gemacht. Komm her. Allmählich gefällt mir diese junge Dame hier. Oh, nicht an der Dings, an der Ecke hängen bleiben. Das ist unsinnig. So. Mürbot! Ich bin ja auch noch weg. Hier, guck mal, was wieder runtergeht. Alter Schwede. Das ist ja mal richtig nice gewesen. Ich glaube, das könnte unsere letzte Attacke sein, denn hier ist die Tür offen auf jeden Fall. Und wir können jetzt hier volle Kanne in das Rift reinlaufen. Und guckt euch mal diese Menge an Vasallen an. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wollen wir nicht zu weit reinlaufen? Das macht Schaden, der Rift. Genauso wie das Portal bei... Oh ja. Kling, kling, kling. Da klingelt es aber ganz, ganz arg. Oh, das hat... guckt euch den Balken oben an. Das ist fast hätten wir es geschafft.
Aber der große Gegner ist tatsächlich auch in unserem Lager drin und die anderen verteidigen gerade stark. Aber es läuft eigentlich ganz gut mit Verteidigung, muss ich ja sagen. Und hier kommen gerade haufenweise von den... Ah, schon wieder der Stunt. Wir haben die Erdlady besiegt, die gegnerische. So, hier. Oh, ja, hab sie aber noch. Eigentlich finde ich die Rolle des Plünderers ganz lustig. Also mag ich irgendwie. Finde ich gut. So. Man läuft halt so ein bisschen sneaky durch die gegnerischen Bereiche durch und versucht diese Krüge wegzumachen und kann dann immer relativ schnell sich natürlich einerseits auf der Karte bewegen und andererseits den Gegner natürlich wieder runtergezogen wird. Welch ist er? Sauber. Saubere Teamarbeit. Talina und Tortellini bekämpfen sich jetzt gegenseitig. Oh! Unser Rift wird angegriffen. Leute, wo ist die Verteidigung? Wo ist die Verteidigung gewesen? Oh, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ich war jetzt kurz unsicher, weil die halt so dermaßen vor unserer Tür standen. Also man muss echt die Minimap sehr, 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 sehr gut im Auge behalten. Ist aber ein witziger Spielmodus. Ich könnte mir vorstellen, wenn man gegen 5 menschliche Gegner spielt, dass das gar nicht so einfach sein wird. Hier wird man sich tatsächlich so ein bisschen MOBA-mäßig auch mit den Helden auseinandersetzen müssen und ein bisschen die Helden besser kennenlernen müssen und deren Fähigkeiten und deren Stärken kennenlernen. Das ist natürlich bei uns jetzt noch nicht gegeben, aber interessant. Also auch mit diesen unterschiedlichen Bereichen, die man einnehmen muss, um dann den großen Boss zu spawnen. Das macht schon ganz gut Laune, muss ich sagen. Es ist am Anfang ein bisschen unübersichtlich und ich finde, die Tutorials, die verraten noch nicht alles. Zum Beispiel diese Sache mit dem Steak, die wir jetzt hier überhaupt gar nicht gesehen haben. Ist wichtig, die wurde nicht so richtig erklärt, aber ich hoffe mal, dass es da auch noch mal Nachbesserungen geben wird. Wie auch immer, man wird das natürlich auch hier auf YouTube zum Beispiel sehen können, jetzt vielleicht nicht mehr bei mir, aber bei anderen Streamern, die das dann länger spielen, wie auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin. Tschüss!